Ich dachte, dass es sich schon um einen Händler explizit magischer Gegenstände handelt. Die Magiergilde war es nicht. Pfandleiher, mehr Händler. Nun gut, solange das Wetter so beschissen ist. Vielleicht kann ich ja das Markieren einfach als Zauber lernen. Schrecklicher Ohrwurm. Rückkehr, das habe ich ja als Amulett, oder? Ja, genau. Der Zauber Rückkehr bringt mir nichts. Ich bin mir sicher, dass wir uns auf einen guten Preis einigen können. Ohne einen Zauber der Markierung. Okay, du willst gar nichts mit mir? Nein. Segen des Schwimmers. Feueratem nachbeschwören, auch cool. Ja. Dann war das vielleicht doch der Amuletthändler und vielleicht hatte er besagte Amulette gar nicht auf Vorrat, gar nicht zu verkaufen. Ist natürlich möglich. Rüstungen? Nein. Einfach so ein normaler Händler. Ja, das bist du. Du hast nämlich etliche Amulette und so. Aber kein Markieren. Nein, tatsächlich nicht. Nun gut. Nun tschüss. Und hier ist nur eine Taverne. Wo man vielleicht ein Zimmer nehmen kann. Ja, komm. Vielleicht ist das morgen das Wetter ja auch schon besser. Ist das mein Zimmer? Sieht's aus. Oder auch nicht. Warum kommst du näher? Was kannst du mir beibringen? Schleichen, Akrobatik, Athletik. Nein, danke.
Ich habe noch keinen einzigen Typen gefunden, der mir Schwertkampf beibringen kann. Vielleicht bei der Kriegergilde, für die ich ja eigentlich im Moment am Quest machen bin. Moment. Lasst mich mal rasch hier allein, ja? Ich habe schließlich für ein Zimmer bezahlt. Ich, teures Hemd. Ein teurer Ring, nice. Ja, die witzige Geschichte an diesem Tube-Magazin war ja eigentlich, ich wollte das Ding irgendwann mal im Stream lesen und mich darüber köstlich amüsieren. Oh Gott, allein schon die allererste Seite, seht euch das an. Nur ist das. Oh, hier, Werbung für den Selfie-Stick. Auf der allerersten Seite vom Einband. Ja, gut. Das Problem ist nur, die noch ist. Ich habe keine Ahnung, wer diese Leute alle sind. Null. Noch nie gesehen. Und deswegen, pimpe deinen Insta-Feed. Ja gut, vielleicht lesen wir es wirklich irgendwann mal. Aber, yes. Das Ding ist halt, wenn man sich über etwas lustig macht, dann sollte man eigentlich schon wissen, über was man sich lustig macht und warum. Und, wenn man sich jetzt über irgendwelche nichtssagenden Unpersonen lustig macht, die kein Mensch kennt, dann ist das nicht lustig. So, ich warte noch 24 Stunden gleich. Übrigens, danke für die Hilfe, Jungs. Hat Spaß gemacht. Ich gehe da mal wieder weg. Komm nur, du Viech, euch kann ich mittlerweile. Man müsste halt treffen. Balmora, Pelagia, Caldera, Aldrun. Es wäre lustig, wenn ich jetzt ein zweites Mal an demselben Wegweiser vorbeigelaufen wäre. Den haben wir schon mal gesehen. Ah ja, ich glaube irgendwo. Nein, sieh mich nicht an. Oh Gott, hier gibt's. Die garstige Kreatur aus der Hölle!
Hm, Blumen. Einfach losfahren, wir müssen irgendwas treffen. Okay, warte. So nicht. Es sind beide so gut wie tot. Wie ein Treffer, dann war's das. Muss ich halt nur einmal treffen. Das ist das Problem. Einmal und... Komm, komm, gut. Gut. Und schon wieder nach. Muss ja nicht sein. Oh, geht. Haha, Magie widerstanden. Haha, in Teile gespalten. So. Ah, doch da unten. Bin tatsächlich wieder dran vorbeigelaufen. Na gut. So, ich zeig mal. Boah, sieht wieder voll geil aus. Ah, diesen Ort wollte ich besuchen. Dieser Ort ist der Ort meiner Quest. Wie praktisch. Weil ich hatte die ganze Zeit immer am Horizont gesehen und ja, cool. Ja, ja, lasst mich halt. Danke. So sind wir also ein weiteres Mal hier in dieser Dwemer-Ruine. Wo wir immer noch dieses eine, ja, spezielle Artefakt finden müssen. Und ich wüsste nicht wo. Also irgendwo wird es schon sein, denke ich mal, aber... ist halt einfach mühselig, ganzen
die ganze Ruine zwei, dreimal abzulaufen. So, habe ich vorhin gerade gesagt, so gegen 5 Uhr werde ich ein klein wenig längere Pause machen, weil ich noch die eine oder andere Kleinigkeit einkaufen gehen will. Dann habe ich heute noch nichts Gescheites gegessen. Das will ich auch tun. Ich habe noch Fettgemüsesuppe. Jetzt bin ich wieder da. Ah, da tritt Gas aus. Hallo Gas. Ja. Fuck, das ist schon in 10 Minuten. Boah. Ja, aber was muss, das muss. Denn um 6 Uhr machen die Läden dicht. Da halt wieder. Diese Lavaschlucht konnten wir überqueren. Da drin haben wir auch nichts gefunden. Ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Die Wema Rieselwürfel. Keine Ahnung. Wenn jemand sich bemüßigt fühlt, kann er jetzt gerne googeln. Außer dass diese Viecher halt wieder da sind. Weiterschlagen, will ich schon irgendwann treffen, da bin ich mir ganz sicher.
Hier geht es auch nirgends weiter. Nur Wasser. Kein einziger Schlag ist jetzt getroffen, wirklich. So schlecht war noch nie, also ist das verfickte Problem im Moment. Oh ja, klar, warum nicht? Wir haben einen Treffer gelandet. Das kann nur noch besser werden. Wow. Wow. Unglaublich. Macht doch keinen Schaden, aber hey. Elendige Drecksviecher. Tja, und hier... Das ist schon mal gar nicht. Ja, hier haben wir auch schon dreimal alles abgesucht. Okay, da oben waren wir noch nicht. Bringt aber nichts. Nein, mal so gar nicht. Ich denke auch, dass das einfach ein abgeschlossener Raum ist, wo es überhaupt nicht weitergeht, gehen kann. Na gut, man hat ja eben noch die Möglichkeit, Boing, mit Icarus Flug den ganzen auf den Grund zu gehen, aber nein, hier ist nicht mal irgendeine Truhe oder sowas versteckt, gar nichts. Nein, nein, nein.
eine Etage weiter oben bestimmt auch nicht. So schon gar nicht. Nope. Boing. Ich bin durch die Map nach oben gefallen. Hey, was hochkommt, muss auch wieder runter. Und da ist er auch schon wieder unten. Oh, hier wäre eine Truhe. Warte. Warte. Das muss ich doch. Nein, so nicht. Nah dran, jetzt keinen Fehler machen. Falle! Dwemerische Stiefel, dwemerische Armschiene. Ja, das sind so. An die Dinge kommt man halt hin, wenn man gewitzt genug ist oder flink genug oder akrobatisch genug. Aber das, benötigte Item für die Quest ist natürlich nicht hier zu finden. Oh, hi. Ich wollte eh gehen. Rätselwürfel, keine Ahnung. Hier oben hin haben wir es ja geschafft, durch Geschick und Gewitztheit. Oh, ekelhaftige. Ja, genau. Schon wieder fehlgeschlagen? Ja. Ach so, fucking gut, oder? Wieder das gleiche Spiel, ja? Ominöse Superspinne, die man nicht treffen kann. Ach ja.
mag es, Laufwege 10 mal zu gehen. Da fühlt man sich so ungemein nützlich bei. Wieder genauso gleich fehlgeschlagen wie vorhin, okay. Hat nicht viel mit Zufall zu tun, oder Spiel? Würde mich wundern, wenn dieser Kampf nicht exakt genau gleich abläuft wie vorhin. Finden sich auch hier schon wieder Feinde in der Nähe. Okay, klar. Drecksviech, elendig verficktes. So, unser Weg führt uns immer noch weiter im Kreis übrigens. Und ständig respawnen dann Feinde vorbei. Hätte es sein können, dass sich hier unten was verbirgt. Ah, tatsächlich können wir jetzt diese Truhe aber öffnen. Mit unserem... dem da. Ja, geil. Dwemerischer Detektor. Ein Brustharnisch, wow. Was macht denn der Detektor? Ist überhaupt sowas nütze? Wenn wir nicht, werfe ich ihn weg. Mit 40 Gewicht. Für Alchemie und so? Nein. Nein, dann will ich es nicht. Aber die Sache mit dem Schlösser öffnen Zauber ist schon geil. Feinde in der Nähe, Feinde in der Nähe. Der ist übrigens tot. Oder meinen die Luftlinie. Das könnte natürlich fatal sein. Danke.
Ja, zum 100. Mal da unten. Moment, dort sind gerade. Ja. Ich guck nachher, wenn ich eh unterwegs bin und in den Supermarkt laufen muss, guck währenddessen, ob die Quest eine Lösung hat, die ich dann kurz durchlese. Sage ich ganz ehrlich, weil such mir da schon seit dem letzten Mal einen verfickten Arsch ab und das muss ja nicht sein. By the way, ist es übrigens langsam Zeit und ja, tatsächlich Zeit. Wenn ich noch länger warte, dann schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig. So, sei es denn also. Psst. Gehen wir also nun zurück in die Eingangshalle. Denn ich habe ja wie angekündigt. Wie angekündigt ein kleinen Blick ins Internet geworfen und Moment, doch da hinten. Und hier war tatsächlich, wenn man eingibt Morrowind und Dwemer, dann kommt direkt der erste Eintrag Dwemer Würfel. Und ich kann das hier noch mal rasch wiederholen vielleicht. Dann kann ich mir lange Erklärungen sparen. Hoppala, ups. Das war der erste Eintrag, der Google ausspuckt. Der Würfel wird von vielen Spielern leicht übersehen. In der Eingangshalle, unten über die Steine, wieder nach oben, in den oberen Ruinenbereich. Moment, hier bin ich. Nein, hier bin ich genau richtig. Hätte vielleicht auch den Kerzen folgen können, die da aufgestellt sind. Oh, hä? So, komm, das kannst du. Und dann befindet sich der Würfel angeblich, nach einer Tür zu den Zellen. Ist mir zu einfach. Hallo? Ihr gehört mir. Oh oh. Stirb! Oh Mann. Ihr gehört mir. Der Typ gibt alles, hä? Ups. Und für was ist der Würfel? Einfach nur für eine Quest. So ein Typ will diesen blöden Würfel von uns haben.
Ja, und dort hinten wäre direkt im Regal gelegen. Hätte er direkt im Regal gelegen. Nun, wir haben auf jeden Fall... Also es hat sich gelohnt, dass wir die ganze Ruine erkundet haben. Es war fett gelohnt. Man sehe sich allein unseren Kontostand an. 5.500. Ja, diese Kerzen sind schon ganz subtile Hinweise, das gestehe ich natürlich ein. Warum ich da nicht drüber komme, sehe ich nicht ein. Vergesst euch! Ah, und ich lasse euch vielleicht Prozess. Am Leben! Fehlgeschlagen, natürlich. Das ist sinnlos! Gebt auf! Nein, ich finde, es ist sehr effektiv. Sage dir meinen Dank. Rolle, Schlüsselrolle, Schloss öffnen. 40 bis 60 Punkte, voll nice. Wimmerkugel, Zahnrad. Nee, zu schwer. Nehmen wir nicht Geld. Dunkeltrank, okay. Feuerresistenztrank. Hat ihm nichts genutzt. Heiltrank gegen Krankheit. Magie bannen. Tank des Auftriebs. Oh, Levitation. Nice. Teurer Gürtel. Na, warum nicht? Kann man immer noch verzaubern. Und. Wow. Wow, wirklich. Ja, ich verstehe, dass dieser Würfel von vielen Spielern leicht übersehen wird. Aber ich habe ja nicht mal dahin gefunden. So, wir haben den Rätselwürfel und bringen ihn nun zu Hastad Antabolis. In der Balmora Kriegergilde. Des Weiteren finden sich hier leere Kisten, einige Dinge und weitere Dinge. Das nehme ich mit, ist immer gut für unterwegs. Gerade sehr dankbar im Let's Play natürlich. Da ging ich nun siegreich hinter mir. Die Leichen etlicher Erschlagener vor mir und unter mir noch mehr deriger. Und so ging ich weiter, aber stolper. Nichts passiert. Und so schritt ich wieder hinauf und hinaus. Ich schritt lange, denn ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Doch ich schritt behende und wohlan voran. Und jetzt komme ich nicht mehr aus der Ruine raus. Ah, Hilfe! Tot.
Nein, es hat sich auf jeden Fall fett gelohnt. Doch, doch. Des Weiteren haben wir im Verlauf dieser Quest und den Abweichlungen davon auch gleich die Sklavinnen-Quest zu Ende gebracht, zu einem guten Abschluss. Etc. etc. Na du? Aha, zeig dich, du garstige Kreatur! Ich habe keine Angst mehr vor dir. Du hast keine Macht über mich. Niemals. Au. Also das mit dem treffenden Schwert ging auch schon mal beträchtlich besser. Da wir ja noch hier sind, können wir uns noch ein klein wenig umsehen. Ja, ja, die Lähmung macht nur nichts, das Viech macht eh keinen Schaden. Oh. Was sich wohl noch da oben verbirgt. Komm, komm, komm. Na, okay. Überhaupt in Tramawurzel. Daraus entsteht das allseits beliebte Tramadol, kennt man vielleicht. Zumindest wenn man in der Drogen- und Heroin-Szene unterwegs ist, kennt man das bestimmt. Eigentlich müsste man machen, dass man sich an denen stechen kann, wenn man zu nah rangeht, aber es wäre auch fies. Okay. Ist das das, wo wir unten der Eingang quasi der Katakombe? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht so. Nein. Nein, der Eingang der Katakombe ist mehr in diese Richtung. Ergo. Es gibt noch eine weitere Mod, die hat es leider irgendwie nicht geschafft. Die lässt Pflanzen verschwinden, wenn sie gepflückt sind, wenn sie leer sind quasi. Und lässt sie wieder auftauchen, wenn sie nachwachsen. Also vermutlich ändert sie einfach die Grafik in auf unsichtbar oder so. Aber auf jeden Fall, ich suche mir das dann noch raus. Ich möchte das eigentlich schon drin haben. Das ist ungemein nützlich. Okay, das ist gar nichts.
Ja, diesen Käfer nehmen wir noch auf mit. Ja, ja, bin ich halt gelähmt. 10 Sekunden. 5. Macht ja nichts. So, komm. Ich finde übrigens, dass das Design der Viecher sehr, sehr gut in Morrowind. Auch diese riesigen, ekelhaften, die eigentlich fast nicht viel mehr bestehen als einen riesengroßen, zähnebewehrten Maul und zwei muskulösen Beinen, die uns da wie ist das Kaff? Bei Caldera so aufgelauert haben. Zum Teil wirklich beängstigende Viecher und das, sage ich selten mal in einem Spiel. Ja, läuft! Läuft mit den Schwertskills. So, bin ich auf dem richtigen Weg? Vermutlich genau nicht. Hört sich an wie was Größeres. Hier ginge es nach Atharnibibiberg, Kantberg und Molagmara. Ich nehme dann mal die. Wo ist es? Nicht die Schriftrolle, sondern den Feuerbiss. Oh, okay. Stirb! Komm, ein Treffer, ein einziger. Fähigkeit schwarze Rüstung hat sich verbessert. Schwarze Rüstung. Okay, kann ich? Ich hoffe, ich kann das schon wieder benutzen. Ja. Gut. Und nun die Schriftrolle des göttlichen Eingriffs. Ich sage euch mein Dank. Da, Nebel. Bringen wir dies schnell hinter uns. Was wollt ihr? Ich will nach Balmora in die Kriegergilde zurück. Westspalte. Spalte. Nein. Schöne Kreatur. Trotzdem müssen wir in der Nacht auf den Zap gehen, wenn ich schlafen möchte. So, ihr Leute. Hausfahrt, Anabolika, nein, nicht, nein.
Fahrt fort. Ja, Hassan Anatoli. Ja, den Gefallen habe ich erfüllt. Perfekt, genau was ich suche. Gebt mir diesen Dwemer-Rätselwürfel und ich werde euch sagen, was Kaius über das sechste Haus wissen will. Und über den Nerevarine. Übrigens scheint die Inschrift auf dem Würfel eine Anleitung zu sein, wie man einen dwemerischen Schlüssel so benutzt, dass er ein bestimmtes Schloss öffnet. Wenn es euch interessiert, kommt zurück, nachdem ihr den Bericht an Kaius geliefert habt. Vielleicht habe ich dann einen Schlüssel, den ihr mit nach Arkentand nehmen könnt. Ich wüsste nicht, wo wir da noch hin sollten. Wir haben da alles gesehen. Der Würfel. Die Inschriften scheinen die Richtung anzugeben, wie man einen Dwemer-Schlüssel drehen muss, um ein bestimmtes Schloss zu öffnen. Wir hatten da keine verschlossenen, oder? Nee. Verzichte. Falle! Falsche Tür. Nee, Mann, verzichte, danke. Passt schon. Kann ich eigentlich der Kriegergilde beitreten? Die Satzung der Kriegergilde habe ich schon gelesen. Nehmt mich auf. Nun bin ich ein Aspirant der Kriegergilde. Ich muss den Befehlen folgen. Unter anderem eine Höhlenrattenplage in den Griff bekommen. Okay. Easy. Machen wir doch einen Crash nachher. Ja, was ja, wollt ihr? Da ich jetzt zur Gilde gehöre, darf ich da... Verdammt, ist doch zu viel. Wie viel zu viel? Boah. Ah ja, die sind natürlich scheiße schwer. Genesungstrank. Und Ausdauer wiederherstellen. Ah, das habe ich genau zu viel dabei. Ich kann ein wenig Alchemie machen. Könnt ihr eure Frage schnell stellen? Ich muss weiter. Dann schweig. Damit. Auf jeden Fall mal die Eisenstücke verheizen. 10 pro Stück sind die schwer. Heidekraut. Goldkanet. Und... Diese... Karma-Wurzel, genau. Aber irgendwie eröffnen sich hier nicht neue Fähigkeiten der einzelnen Zutaten. Ich glaube tatsächlich bei jeder Zutat nur ein einziges. Eröffnen sich mir die vielleicht erst dann, wenn ich aufsteige in der Alchemie? War das damals noch so?